Mario. Moin. Das wird schlimm, aber das wird gut. Ich freue mich schon darauf. Es gibt so eine gewisse Regel, dass jeder Let's Player einmal Super Mario 64 gemacht haben muss. Und zwar vollkommen, bis er heult. Und ich werde jetzt nochmal die standardgemäße Sache machen, die jeder Mensch machen muss. Oh ja, den Mario schön an den Öhrchen ziehen. Und hier oben auch noch dran rumfingern. Und pass auf jetzt. Ja, wir haben neulich mal zusammen das gespielt und Arne und ich waren der Meinung, die Katze hat es auch gesagt, dass die meiste Zeit der Produktion dieses Spiels wahrscheinlich bei diesem Bildschirm draufgegangen ist. Vor allen Dingen hier, ihn hier machen zu können. Steven! Okay, nein, ist doch ein Quatsch hier. So, wollen wir mal anfangen hier. Wir stellen das Ding auf Deutsch, weil Kindheit und so weiter. So, Mario ist frei, dann mal los! Oh Gott. Dear Mario. Lieber Mario, komm mich doch mal im Schloss besuchen! Der Kuchen steht bereit in Freundschaft! Toadstool! In Freundschaft? Friendzoned. Ja, armer Kerl. Leute, ihr glaubt gar nicht, was das Spiel für mich bedeutet. Das war für mich damals als sechsjähriger kleiner Maddie der Sprung in die dritte Dimension. PlayStation gab's bei uns nicht. Gibt's auch heute nicht. Beziehungsweise doch, aber PlayStation nur für Netflix. Ist auch ganz cool. Da muss man damit nicht, nämlich nicht spielen. Und es war einfach. Es war ein Paradigmenwechsel. Wie oft man da in irgendeinem Kaufhaus gestanden hat und dieses verdammte Spiel gespielt hat. Damals konnte man sich ja nichts leisten. Das war das Problem. Okay, jetzt geht's los. Hello, herzlich willkommen. Durch eine Warp-Röhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf zum Springen und den B-Knopf zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung. Doch jetzt genug der vielen Worte, auf zum Schloss! Ja, Worte gibt's hier viel. Das hat bisher niemand durchgelesen. Ich glaube, von allen Leuten, die das hier gespielt haben, und 3% nur so ein Schild angeklickt und das auch nur, weil sie gedacht haben, da kann man gegenschlagen. Dort vorne ist das Schloss der Prinzessin. Sieh dich zunächst hier im Schlossgarten um. Die Steuerung ist ganz einfach. Drücke den A-Knopf, um zu springen. Schläge kannst du mit dem B-Knopf ausführen. Mit dem Z-Knopf drückt sich mal. Ja, ja, den Schwachsinn kennt man doch alles. Aber das ist schön für Leute, die das heutzutage noch auf dem Emulator spielen würden. Die könnten das dann auch nochmal gucken. Denn damals gab es noch so etwas, was ich Bedienungsanleitung genannt habe. Und das gibt es heutzutage ja kaum noch. Elektronische Bedienungsanleitung. Da steht nur, wenn du Kammerflimmern hast, musst du einen Arzt rufen. Okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Nee. Okay, da so springt man. Das gibt's auch. Hier kann man gegen eine Wand fahren. Leute, dem Mario werden nach diesem Let's Play sowas von die Schneidezähne wehtun. Das schwöre ich euch. Ja, und die Kamera war immer scheiße, aber das kann man ja nicht ändern. Und an diese Münzen da unten kommt man nur dran, wenn man fliegen kann. Das können wir ja noch nicht. Hallo? Na, Digga? Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lucky Two Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen. Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern, das ist ein Gerücht. Sollte sich der Blickwinkel einer nicht verstellen lassen, erklingt ein Warnton. Genauere Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Da. Ich bin zu nah an der Wand dran. Naja. Okay, auf ins Schloss. Guten Morgen. Na, wen haben wir denn da? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Okay, moin, Kleiner. Oh Gott. Hast du mal ein Medizinkit? Hallo, red mal mit mir. Ich hab dem jetzt schon zweimal eine gelangt, ne? Hallo, siehst du mich nicht? Jetzt endlich, danke. Ich freue mich, dich zu sehen, die Prinzessin. Ich und alle anderen sind in den Wänden des Schlosses gefangen. Bowser hat die Sterne entwendet und benutzt sie, um seine eigenen Welten in den Gemälden zu erschaffen. Du musst die Powersterne finden. Mit ihrer Hilfe kannst du Bowsers Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es 4 Welten. Beginne in der Welt der Bob-Oms. Das ist die einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du 8 Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Ja, beim Arsch, ey.
Das wird sehr lange dauern, bis wir hier alles fertig haben. Und ich habe auch fast vor, wirklich 120 Sterne zu machen. Und mal gucken, ob ich das hinkriege. Das Schlimme ist ja, dass man da immer 100 Münzen sammeln muss. Und das ist eine Knechtung, Leute. Das ist eine richtige Knechtung. Moin. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die vom Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen werden dich sicher unterstützen. Drücke B, um... Ja! Ich wusste nicht, dass es Frauen sind. Ich dachte immer, das wären Kerle. Bewege dich vorsichtig durch das Gelände, damit du kein Opfer der Wasserbomben wirst. Die gegnerischen Bob-Orms lieben den Kampf und erfinden immer neue Angriffsvarianten. Sie terrorisieren uns, seit ihr König den Powerstern in die Hände bekommen hat. Hilf uns, den Stern zurückzuholen. Gehe zur Spitze des Berges, um König Bob-Orm zu finden. Kehre zu mir zurück, wenn es dir gelungen ist, mir den Stern abzujagen. Viel Glück! Das hat sogar eine Geschichte, das habe ich nie kapiert, aber gibt's. Hallo, sei wachsam. Du befindest dich mitten in einer Schlacht, aber ich gebe dir ein paar Tipps. Überquere die beiden Brücken und achte auf herunterfallende Wasserbomben. König Bob-Orm ist äußerst gefährlich, lass dich nicht von ihm erwischen. Wir sind die wahren Bob-Orms und werden dir helfen. Sprich mit uns, wann immer du möchtest. Das ist auch das erste Mal, dass Bob-Orms mal nett zu mir sind. Normalerweise sind das immer Arschgeigen. Guck mal, da steht jetzt alles drin. Wie man Schilder liest, hast du offensichtlich bereits herausgefunden. Auf die gleiche Weise kannst du mit anderen sprechen. Das sagen die einem 50 Mal hier. Guck mal, wie viele Schilder hier rumstehen. Das ist wie Pokémon. Setz du deine Fäuste ein. Oh mein Gott, ja, das habe ich alles schon gemacht. Ich habe übrigens das N64-Spiel Super Mario 64 damals auf dem Flohmarkt gekauft. Oh, guck mal hier. Das. Leute, das ist die Physik-Engine. Alter Schwede. Und das rappelt sogar, wenn das über das Holz fährt. Das ist ja schön. Okay. Ich kann übrigens nicht versprechen, dass ich das alles hinkriegen werde. Es ist schwierig. Und ich habe tatsächlich noch nie ein Let's Play. Au! Hilfe! Oh Gott! Let's Play Projekt gehabt, wo man, wo ich im N64 gespielt habe. Aber gut. Der Rest ist ja nur Timing. So, da kommen wir zur Bombenrunne. Da muss ich aufpassen. Aber ich kann ja auch erstmal mich einspielen hier, ne? Ja. Wir müssen jetzt gegen König Bob-Orm kämpfen. Und am besten nicht gegen diese Ballerdinger da fahren. So. Hier wäre ein Warp, aber den will ich nicht. Ich mache heute die komplette Runde. Kann ich dich hier runterwerfen? Du bist so ein Böser. Ey, du. Und der größte Feind des N64-Spielers ist die Kamera. Es ist einfach so. Leute, da kann man so viel machen. Aber irgendwie... Nee. So, ich werde jetzt auch aufhören, diese ganzen Schilder zu lesen jedes Mal. Moin! Ich bin König Bob-Orm, Herrscher über alle Bomben und Gebiete der Explosionen. Es gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen. Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! Dass sie einem auch sagen, was man hier machen muss, ist schon ziemlich arm. So, komm. Hier. Da kannst du mich. Da. Da. Komm, jetzt aber mit Anlauf. Ach, du bist ein bisschen klein. Huhu. Ah. Das war damals auch schon schlimm. Also es gibt ja so einen gewissen Punkt, wo er rennt und dann kann er nicht schlagen, sondern er springt dann gleich mit den Händen nach vorne auf den Bauch über den Boden. Das würde ich übrigens niemals machen. Weil, pff, ich meine, auf so einer komischen Seifenrutsche ist das eine Sache, ne? Aber wenn man das... weißt du was? Oh, du bist ein Frechdachs. Achso, wenn er mich nicht sieht, dann kann er auch nicht so einen Schwachsinn machen. Also ich habe ihn damals immer runtergeworfen. Und wenn ich ihn runter, wenn man ihn runterwirft, dann ist er erstmal böse, aber er kommt direkt wieder zurück. Das ist immer doof. Also ich bin ja der Meinung, dass der Impact viel größer ist, wenn er von oben runtergeschmissen wird, auf den Boden. Aber gut, wir können es ja mal versuchen. Nee, ich glaube, von hier passt das nicht. So, Digga, hast du es bequem? Wir müssen noch eine Runde laufen. Ich schmeiß dich jetzt direkt deinen Krokodilen zum Fraß vor. Tot! Ja. Ja, und sonst so? Ja, ich möchte ja auch nicht, dass es euch schlecht ergeht, ne? Ja, deswegen... Ah ja, wir haben es gleich geschafft. Guck mal, wie weit die Kamera rausfährt. Oh, jetzt sind wir hier. Können wir gar nicht richtig gucken. So. Stirb, Mufasa!
Pass auf, jetzt kommt er nämlich wieder. Und ich glaube, jetzt muss man ihn wieder dreimal treffen. Moin. Hey, es ist gegen die königlichen Regeln, den Herrscher aus dem Ring zu werfen. Jetzt kommt er wieder an. Der ist so arschlangsam. Das Dämliche ist ja hier, dass du... Du musst ihn ja irgendwie von hinten packen hier. Da musst du erstmal warten, bis er von seiner Kante da weg ist. Oh Gott, nee, das war die andere Kamera. Das war... Es gibt hier so viele zauberhafte Dinge, die man tun kann. Man kann die theoretisch auch lassen. Wow! Und jetzt, Alter, Schwede! Da haben wir das so nicht gerechnet. Hier, das ist der Meditrick 53 hier. Bam! Ach so, ja, jetzt habe ich ihn schon. Wie? Du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt von deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe diesen Stern, dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis dann. Ja, das ist... Ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder von euch dieses Spiel gespielt hat. Also das ist... Erstens ist es eine Bildungslücke und zweitens mache ich das gerne für euch. Ach, guck mal hier. Wir müssen jetzt diese Sterne sammeln. Diese Sterne sind dafür da, dass wir Türen öffnen. Das haben die ja schon gesagt. Also Sterne sind ja im Prinzip so viel Türöffner wie ein Kilo Kokain oder relativ viel Bargeld. Deswegen brauchen wir die. Die sind sehr wichtig. Okay. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch mal im Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder in Wumps Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Kinder, was ihr da bewundern durftet, nennt sich alte Rechtschreibung. Ja, damit bin ich auch noch aufgewachsen. Das ist echt... Ich fühle mich gerade richtig alt. Aber es ist schön. Besiege den schnellen Cooper. Da hinten ist er. Moin. Herzlichen Dank, Mario. Du hast es diesen Tyrannen gezeigt, aber dein Kampf hat gerade erst begonnen. Andere Fieslinge besitzen weitere Zähne, die dir die Wege zu neuen Welten öffnen. Allerdings musst du sie zuerst besiegen. Meine Bob-Omb-Kollegen wissen bereits Bescheid. Uzi ist informiert. Sprich mit ihnen und darf bestimmt ihre Kanonen benutzen. Ach so. Oh, moin. Ja. Wir sind friedliebende Bob-Ombs und mögen keine Kanonen. Aber wir stellen sie dir aber gerne für Luftreisen zur Verfügung. Alle Kanonen dieses Kurses sind für dich präpariert. Guten Flug. So, das war übrigens so eine Zeit, wo Nintendo noch schwarze Zahlen geschrieben hat. Da gab es nämlich die Konsole und direkt einen der Top-Titel da oben drauf. Bist du bereit? Dann rein mit in die Kanone. Du kannst mit ihrer Hilfe die schwebende Insel erreichen. Benutze den Analogstick zum Zielen und feuere die Kanone mit dem A-Knopf ab. Akrobaten bevorzugen Bäume zur Landung. Nee, ich werde jetzt erstmal mit dem Cooper hier reden. Moin. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bob-Omb während eines harten Kampfes besiegt hast? Du scheinst ganz schön was auf dem Kasten zu haben, aber glaubst du, das reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig, los! Okay. Er ist hier nämlich eine Sau. Und... Der kommt später nochmal und der hat da so ein übles Rubberbanding, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also der ist theoretisch mit so einem Seil an meinen Füßen festgemacht. Das ist, also so kann man sich das vorstellen. Okay. Ich habe das immer, wenn ich es gespielt habe, so gemacht, dass ich hier mit vollem Schwung mit den Zähnen gegen die Treppe gefahren bin. Das war so ein bisschen wie American History X. Ja, genau so hat sich das angefühlt, glaube ich. Oh. Jetzt fange ich wieder mit sowas an. Ja, ja. Der Weltrekord beim Cooper Bashen liegt übrigens bei... Keine Ahnung. Ich könnte hier theoretisch durch den Teleporter, aber dann sagt er, ich hätte geschummelt. Na, das ist auch gut. Au. Okay. Ja, wer sagt denn, dass ich das nicht spannend machen kann? Na gut. Dann machen wir es halt spannend. Das war jetzt ziemlich blöde von mir. Aber so ist das halt, wenn man... richtig Gas geben. Guck mal, er schummelt auch. Guck mal, wie weit er springen kann. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich ihn überholen kann. Hier. Ja! Das ist... So geht das ganz einfach. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, ohne Fehler hier den Berg rauf, weil irgendwo kriegt man immer was auf die Nase. Okay. So geht's. Yeah! Wo bleibt er denn? Mein Gott! Ist der Fuß krank oder was?
Meine Fresse. Und ich gebe mir hier so viel Mühe. Während er, dieser fußkranke Bastard, einfach nur da rumsteht und nichts macht. Mein Gott. Hallo. Du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier, das hast du dir verdient. Damit haben wir 2 Sterne, Leute. 2 Sterne. Ein paar 2 Sterne. Dann wäre das ja nur... Können wir mal rechnen. Das wird lange dauern. Das wird sehr lange dauern. Vor allem, das ist hinterher noch nicht mehr so einfach wie jetzt. Einfach so an einer Schildkröte. Eine Schildkröte. Ein Wettrennen mit einer Schildkröte. Mein Gott. Solange du kein Hase bist, hast du es da total easy einfach. Naja. Gut, dies war der erste Part. Und der zweite wird so gleich folgen. Also morgen oder so. Ich danke euch erstens fürs Zusehen. Zweitens freue ich mich über positive Bewertungen und Kommentare. Das ist ja sowieso immer der Fall. Und dann lache ich immer und freue mich. Und drittens, was mich am meisten freuen würde, ist, wenn ich euch heute irgendwie verzaubert haben sollte. Wenn ich euch heute irgendwie glücklich gemacht haben sollte, dann sagt das einfach. Ich finde es ja so schön, dass ganz viele Leute mir immer sagen, pass auf, ich habe mich irgendwie gefreut, dass ich das hier sehen konnte. Und ich habe gelacht und ich war glücklich. Falls es geklappt hat, dann danke ich euch einfach, dass ihr mir gegenüber ein positives Gefühl entgegenbringt. Ja, Mario kratzt sich am Arsch bei dieser Sache hier, was ich erzähle. Er pennt gleich. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.